ja, den machen wir schon mal. Was? Guck mal, das ist sogar unser Lieblingshaus hier. Ich habe kein Lieblingshaus. Nein, hier doch. Tanglewood Street. Das einstöckige. So, wir brauchen Thermometer, Kruzifix, Bewegungssensor. Sandra Martin antwortet auf Gruppen. Sandra Martin. Jimmy, das für den Kruzifix machst du. Ich habe nämlich alles vollgeballert. Ja, ja, alles gut. Sandra Martin. Oh, cool. Von Lego, so ein Wolli. Also Wolli aus Lego. Das sieht ja cool aus. Das ist aber, glaube ich, scheiße teuer, ne? Ja. Gib uns ein Zeichen. Und sie tun wie die Hose runter. Oh, ich habe Ploppen gehört. Ich glaube, sie hat schmutziges Wasser hinterlassen. Ich habe einen Blub gehört. Ich glaube, sie hat schmutziges Wasser hinterlassen. Ach so, nein, das war mein Handy. Sandra Martin. Sandra Martin. Was meinst du, ein Garagengeist? Ich guck gerade im Keller. Sie hat die Sicherung ausgeballert. Jetzt schon? Diese kleine Smack. Ja, hier unten, glaube ich, hatte gerade 10,8. Oh ja, 11. 13,7. 10,8 wieder. 10,2. 10,8. 10,1. Mann, wir brauchen unter 10 Grad. 10,7, 9,6. Glatte 10, 9,6, 9,4. 10,8. 9,4. Gib uns ein Zeichen. Nee, wer war das? Manu. Was? Definitiv. Das ist einfach. Hä? Ich weiß gar nicht, wo das klappt, aber... Gib uns ein Zeichen. Sandra Martin. Oh, sie hat geantwortet. Manu ist der Geist. Klar. EMF ist unten. Okay, ich habe Buch und Box. Ja, dann frag sie mal aus. Ich hole UV bist du hier? Und Video. Also, Videokamera. Wo bist du? Okay, Box. Hat sie hier gesagt? Yep. Okay. Guten Tag. Machen. Guten Tag. Jimmy, guck mal wegen Geisterort. Mach ich. Musst du das Licht gleich ausmachen. Hab ich schon. Ah, okay. Geisterorb. Sehr gut. Also Fingerabdruckgesicht keine. Poltergeist Jin Mare. Alles klar, Herr Kommissar. Alles Mare ist Gefriertemperatur. Sie sind hier der. Jin wäre EMF5. Poltergeist Fingerabdrücke. Jo, hab einen Fingerabdruck. Nein, hast du nicht. Warte. Ich komme. Oh, schönes Wetter. Also. Was willst du?
dein Höschen. Bist du ein Kind? Bist du alt? Willst du Sex? Und dann mich fragen, ob ich... So, warte. Schwärm, wenn ich sowas frage, weißt du? Direkt da an die Scheune. Ist ein kleiner, süßer Polti. Ein Polti. Hab ich mir nicht geholt. Gib uns ein Zeichen. Plus. Oh, wir standen an der Treppe. Wir standen an der Treppe. Tschö, wieder, wieder. Drei Grad hier oben. Ja, ist gleich fertig. Ist gleich fertig. Ja, wir sind auch gleich fertig. Ich eure Hose runter. Hab ich? Bin okay, bereit. Dann bleib mal da. Ultra Plus habe ich, ja. Ich hole noch eine Fotokamera. Okay. Ich tanze den Po Boogie Boogie. Ja, den Po Boogie Boogie. Oh, jetzt hat das Licht ausgemacht. Bewegungssensor brauchen wir. Ich nehme dann noch das zweite Kruzi mit. Ja. Hat das Licht ausgemacht. Ich habe Angst. Oh, da ist hier gelaufen. Okay, sie ist ja oft hier am Lichtschalter, dann packe ich hier auch den Bewegungssensor hin. Okay. Wo hast du das erste? Gut, da, hinter dir. Genau da. Also, dann packe ich das zweite da hin. Sandra Martin. Ich tanze den Po Boogie Boogie. Gib uns ein Zeichen. Oh, Bewegungssensor hat sie aufgelöst. Ja, aber dann steht doch nicht hinter dir. Gib uns ein Zeichen. Nicht wo du bist. Wir wollen Zeichen von dir. Gib uns ein Zeichen. Warte mal. Was... Wie, jetzt ist sie weg oder? Was willst du? So, Poltergeist. Ein Poltergeist kann viele Objekte auf einmal werfen. Ein Poltergeist ist in einem leeren Raum fast ineffektiv. Ja, hier ist. Oh! Ja, da ist sie, da ist sie! Hab sie fotografiert. Ich glaube, das muss ich gefehlt haben. Sie rennt dir gerade hinterher? Wie geil! Ist das sie rennt dir hinterher. Sie will Oha, ich habe keine Fotos mehr über. War nix. Hä? Genie, bleib da! Bleib da! Das Kruzifix hat nicht gezählt. Ja, ich will nur noch eine neue Kamera. Achso. Alter, sie war eben auf 10, ne? Und du hättest es jetzt gerade sehen müssen. Erst ist sie zu mir gerannt, dann ist sie verschwunden. Keine 2 Sekunden später ist sie wieder aufgeploppt und dir hinterher gerannt. Wie ist eigentlich die Sanity? Ich sag ja einmal Pillen. Sag zu mir, ich soll unten bleiben, aber zieht sich hier Pillen rein. Ich ja, glaub's ja nicht. Rein. Du Schweinebacke. Warte, ich nehme mal eine Glückskerze mit. Hier, nimm dir auch noch eine mit. Eine Glückskerze. Ich möchte ein Glücksbäschi sein. So, jetzt gehen wir noch mal rein. Nein, bist du nicht. Es wäre so wunderbar, ein Glücksbäschi sein. Ich bin schon ein Glücksbäschi. Tust du deinen Bauch auch immer so vorstrecken? Wann spielen wir mal Castle Crashers? Schau mal wieder dieses blöde Kind hier. Tja. Ich tanz den Po Boogie Boogie. Po Boogie Boogie. Sandra Martin.
Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Was willst du? Bist du da? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Manu. Ja. Wenn ich das jetzt richtig habe, 879. Was? Der Code. Oder 879-41. Ah, der erledigt. Aber während wir im Spiel sind, kann er nicht beitreten. Machst du ihn auch wieder. Manu, warte ein. Ja, ich warte. Ich gehe jetzt eh noch mal kurz aufs Klo. Sandra Martin. Zeige dich. Nicht. Gib uns ein Zeichen. Sandra Martin. Gib uns ein Zeichen. Ich höre Schritte. Ich auch. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Walken, Mann. Okay. Was willst du? Ich guck mal kurz, wie die Aktivität aussieht. Ja, ja. Ja, ja, ich leck mich am Arsch. Echt? Hab dich auch lieb. Zeige dich. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Alter, Aktivität ist beim... Hä? Hm? Meine Kerze ist ausgegangen. Aktivität ist bei Null. Sandra, zeige dich. Gib Sandra mir ein Zeichen. Martin. Sandra Martin, gib mir ein Zeichen. Du Schlampe. Da passiert immer noch nichts. Doofe Kuh, zeig dich endlich. Ups. Hat dir dein Daddy zu wenig den Hintern versohlt? Oh, ich höre Schritte. Das war ja eine Warnung. Jetzt wird dir der Hintern versohlt. Von diesem kleinen Mädchen. Ja. Jetzt zeig dich doch mal, du doofe Nudel. Jetzt zeige dich. So, ich mach's mir gerade gemütlich hier. Gemütlich unter meinem Tisch. Sie macht nichts mehr. Die Aktivität ist bei Null. Zeige dich. Wo bist du? Endlich, dass das mit der Kerze zusammenhängt jetzt. Ich hab die Kerze schon von mir weggemacht. Was steht denn bei Phantom? Bei Poltergeist? Ein Poltergeist kann viele Objekte auf einmal werfen. Ein Poltergeist ist in einem leeren Raum fast ineffektiv. Einer der berühmtesten Geister. Ein Poltergeist ist bekannt als Wesen, das laut ist und Objekte um sich herum manipuliert, um seinen Opfern Angst einzujagen.
Ganz kurz war die Aktivität bei 4. Ich habe doch 2 Bilder von der doofen Schnalle gemacht, ne? Hast du. Ja. Und bei mir steht nur Interaktion statt Geist. Ja. Ja, sich abgeraten. Was für ein Kack. Alter. Aber die macht deine Sanity ganz schön kaputt, du. Du bist jetzt bei 30% ungefähr. Das hat keinen Sinn. Ich gehe. Ja, machen wir Feierabend. Manu? Der ist auf dem Klo. Ach, das ist doch nicht wahr. Soll ich schnell die Tür zumachen? Uhu, hier hinten. Dum, 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 da, 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 da. Ach scheiße, da ist er wieder. Ne? So, hast du notiert, Poltergeist? Mhm. Ist jetzt mal fertig? Ja. Ja, halbwegs. Die brauchen nicht mehr. Eine Aufgabe hat er noch gefehlt. Mann. Aber der Geist war kaum noch aktiv. War die ganze Zeit bei 0.